Willkommen zurück zu Dust. Wir sind hier unten immer noch in diesen Höhlen bei der Sorgenwiese. Und wir haben ja letztens diesen kleinen Eingang freigeräumt. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich nehme an, dass hier eine Art Endboss oder sowas ist. Nanots Anwesen. Oh ja, ich glaube, das könnte hier gleich soweit sein. Oha, oha. Alles klar, ciao, ich bin weg. Nein, nein, du, du. Geh weg, 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 weg. Was willst du überhaupt von mir? Du machst mir Angst, Mann. Hallo. Nein, der hat mich erwischt, die Sau. Na gut, ich habe vergessen, dass er nicht so viel Schaden macht, aber geht noch. Oh, natürlich. Kann ich ihn immer noch nicht angreifen? Oh ne, da geht's natürlich nicht lang. Nur mit einer so einer Traube bestimmt wieder. Wie kriege ich denn die da? Vor allem, dass er ganz gemütlich einfach bloß mal läuft und keine Anstalten macht, mal wirklich zu rennen. Also ich würde ja laufen bei dem Vieh, ne? Immer schön den Rückweg freigeräumt hier. Oh, weg, weg, weg. Alles klar. Das Teil ist weg. Hä? Hä? Okay, ich bin vollkommen verwirrt. Wir haben eine Notiz übersehen. Verdammt. Notiz des Dieners 4. Als Meister Kane heute Morgen sein Büro verließ, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschlichen. Schließlich ist das meine Aufgabe. Aber dann sah ich seinen Schreibtisch bedeckt mit Papieren, die dicht mit Namen beschrieben waren. Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren, und dann auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in größter Gefahr. Aber ich... Hier endet die Notiz. Die war vorhin noch nicht hier. Was ist hier bitte los? Persönliches Tagebuch. Ein in Ledern gebundenes Tagebuch, durch den häufigen Gebrauch schon ganz abgenutzt. Jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Das Haus, Anwesen, was auch immer, macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Was haben wir denn hier? Eine Totenkopfhalskette. Eine Toten... Oh Gott, die bringt ja mal gar nichts. Sollten wir vielleicht... Wo kommt denn hier auf einmal her? Alles klar. Jetzt kann ich dich auch irgendwo einsetzen. Und drüben zum Beispiel. Ja, yeah, Levelaufstieg. Bisschen Leben wäre geil, oder? Oder noch wieder ein bisschen... Komm, hier rein damit, jawoll. Oha. Und die zwei Schlüssel, die wir gerade bekommen haben, schon wieder verbraucht. Ein Ring. Da werden wir dann gleich nochmal reinschauen, was dieser Ring bringen könnte. Und wieder das gleiche Elixier von gerade eben. Pestöl, 220 Angriff, 1,4 Fidget. Haben wir schon. Richtig, so. Ring, 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 Ring. Ach, das ist der gleiche, nur ein bisschen besser. Schön. Hier bringt er uns nichts, aber irgendwie eigenartig. Können wir das herstellen? 6 Stück brauchen wir. Jawohl, können wir herstellen.
Wartet mal, jetzt muss ich aber mal... Ist doch der gleiche. Nee, jetzt mit 20 Angriff weniger. Ah. Alles klar. So. Da ich jetzt nicht weiß, ob wir nochmal so eine Frucht brauchen werden, nehme ich die einfach mal mit. So. Nein, 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 nein. Ich glaube, hier unten war noch einer, wenn ich mich irre. Nein, nein, komm. Ach, verdammt. Nee, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Hä? Oder war es das jetzt schon, was ich überhaupt gebraucht habe? Ach, ich müsste einfach mal auf die Karte gucken, ob da die Flagge noch ist. Nee, ist nicht mehr. Wir müssen also ganz woanders hin. Ist bloß gerade die Frage, wo muss ich hin? Ach, hier. Nein. Weg mit euch. Jetzt kommen die einer nach dem anderen hier runtergeplumpst, oder was? So. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, im Galopp. Ah. Hier, irgendwas bekommen. Meister Ring der Wachsamkeit. Ach ja, wir hatten ja hier nicht genug Zeit wegen dem Mistvieh. So, die Sorgenwiese. Sind wir wieder hier, wo wir vorher waren. Hm, schön. Gut. Ich schaue nochmal eben wegen dem Ring. Welcher war das? Hier, Meisterring der Wachsamkeit. Bringt nicht so viel. Okay, krass. Hier war, genau, hier war unser Händler, den braucht man nicht. Das sind bloß die Insekten, die brauchen wir auch nicht. Da können wir einfach mal jetzt hier schnurstracks durchrennen. Zum Speicherpoint. So, dann speichern wir gleich nochmal. Nehmen wir diesmal diese Datei. So, jetzt muss ich kurz mal auf die Karte gehen. Ne, wir müssen noch ein bisschen nach oben. Damit wir halt dieses Gebiet hier erstmal verlassen können. Um dann uns an einen anderen... Ach, wir hätten doch einfach bloß den Teleporter nutzen brauchen hier. Weltkarte. Ja, teleportieren. So. Da oben müssen wir hin. Das heißt... Na gut, wir hätten vielleicht dort bleiben können. Oder? Nee, wir können hier hin. Wir brauchen dann einfach bloß nach links zweimal und dann nach oben. So, Teleport war da. Hallo. Nein! Ich habe die Wand nicht gesehen. Ich krieg gar keinen Schaden. GG. Nein! Ach, ich komme hier wahrscheinlich nie weiter. Oben lang, oben lang, oben lang, go! Yeah! Das war meisterhaft. Weg damit. Hinfort. Immer hier. Ja, mehr Mobs. Das lohnt sich vielleicht.
Schade, bloß 600. Wir hätten fast die 1000er hinbekommen. Aber es sollte wohl doch nicht sein. Genau, hier war das mit den Dingern. Und jetzt kommen wir hier hin. Ciao. So. Genau, jetzt einmal noch nach links oder nach oben. Eins von beiden war es. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nach links, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in der kurzen Zeit. Jawohl. Einmal noch links und dann geht's schon nach oben. Nee, warte, hier muss ich nicht lang. Da waren wir ja in der letzten Folge. Ah, dann bekommen wir hier nämlich wahrscheinlich auch die des Dinas 2 Notiz. Richtig, hier sind wir richtig. Müsste ich bloß mal gucken, wo es jetzt hier nach oben geht. Cora! Please. Ja, hab ich doch, aber wo geht's jetzt hier noch nach oben? Ich speichere hier nochmal. Es sei denn, hier ist noch irgendwo eine Ranke. Ja, genau hier. Da kann man. Au! Oh. Alles klar. So ist nicht so einfach. Alter, krass. Ich seh's, komm. Hoppala. Ich verreck an den Rampen. Rampen. Ranken. Ich will immer. Wird einfach nicht, ne? Das ist, glaube ich, die schwierigste Stelle. Ja, das ist scheiße hier. Ich komme nicht höher. Ich sehe schon, ich verreck hier dran. Oh, nice, ich hab's geschafft. Jetzt hätte ich wieder runterfallen müssen. Hä? Nein! Das kann's doch nicht sein. Ich war doch gerade schon oben. Meine Güte. Kommt jetzt hin. Ah, am Arsch. So. Mistviecher. Nein. Oh, da müsste ich jetzt nochmal da durch, ne? Nur um mir diesen Schlüssel zu holen. Aber ist ja nicht so schwierig, oder? Nein. Ja gut, das geht noch. Oh, hat mich zunüppelt. Schlüssel. So. Gut, gut. Dann geht's mal weiter nach oben. Mistviecher. Warte mal, geht's hier runter? Nee, ich hab schon gedacht, da geht's irgendwie durch. Weil das sah jetzt wirklich ein bisschen komisch aus. Ah, Notiz des Dieners 2. Nee, doch nicht, die Rose. Immer wenn ich es schaffe, den Friedhof auf der Sorgenwiese zu besuchen, knie ich an ihrem rosenübersäten Grab nieder. Eines Tages wird meine Hingabe erkannt werden. Knie ich an ihrem rosenübersäten Grab nieder. Was ist damit denn gemeint? Ich habe so eine blöde Vermutung. Ja, ich bin mal gespannt. Alles klar. Finish. Nicht ganz. Aber fast. Thomas? Noch nicht ganz. Doch, ist ein Down. Ah, da oben geht's lang, kann ich gerade sehen.
Ja gut, das ist... Komme ich einfach hin, so ist es nicht. Haha, wusste ich doch. Bevor ich wieder zu schnell irgendwas drücke. Nein! Oh. Hab ich... Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich das jetzt eingesammelt? Sah... nicht so wirklich dann raus. Puh. Wir betreten das nächste Anwesen. Aufpassen, ne? Okay. Ein grünes Fläschchen. Koboldöl, Bauplan. Da muss man jetzt mal reingucken. Okay. Doch nicht der, der. Können wir demnächst vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufwerten, aber besser wäre es, glaube ich, dass wir noch mal ein bisschen was in den Leben reinstecken. So. Kommt noch was oder war es das schon? Hau ab! Schnappluck. So, so, so. Jetzt müssen wir uns wieder den Weg aussuchen. Links oder nach oben. Ohne Brezel. Nehmen wir mal mit. Warte, halt. Da. Und natürlich Geld und Knochen. Knochenarbeit hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier schon wieder. Also die Insekten, die gehen mir ein bisschen, muss ich sagen, auf den Keks. So. Ach, verdammt. Ah, unser Freund, der Händler wieder. Braucht man aber, glaube ich, eher nicht. Erstmal bloß, dass wir ihn angequatscht haben. So. Oh, noch eine Notiz. Schauen wir mal. Das Café. Kehre ins Nebelhorn Café zurück, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Es könnte ein unangenehmes Wiedersehen geben. Und wenn es dir zu viele Umstände macht, gehe trotzdem ins Nebelhorn Café. Okay. Alles klar. Easy. Pff. Oder auch nicht. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Ich habe ein bisschen gerade den Überblick verloren. Ich weiß, ich bin oben, aber ich sollte... Alles klar, ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Aber ich habe einen Speicherpunkt gefunden. Immerhin etwas. Ja, speichern würde ich sagen. Aber erstmal einen Punkt da rein. So. Speichern! Ja. Diese Datei überschreiben. Ich habe das Gefühl, hier bin ich richtig. Oder auch nicht. Oh, hier geht's noch weiter. Kiste. Kiste. Ein Bauplan. Satan. Was ist das denn? Warum haben wir diesen Knopf nicht? Was auch immer das ist. Ich will das... Rein hier. Notiz des Dieners 2. Das Dorimo-Anwesen. Jawohl. Heute Morgen klang schrecklicher Lärm vom Anwesen unseres Nachbarn herüber. Als ich oben aus dem Fenster schaute, um zu gucken, was los war, sah ich drüben genau denselben Offizier. Seine Soldaten zerrten unsere Nachbarn weg und schrien dabei etwas von Mondblüter-Sympathisanten. Als ich Meister Kane davon erzählte, bot er mir den Lohn für eine ganze Woche an, wenn ich nie wieder davon sprechen würde. Eigenartig.
Och nee. Och nee. Warum muss ich immer so ein Glück haben? Ich glaube, ich bin so hier sogar richtig. Oh. Geh weg. Mach einen Abflug. Der will mich irgendwie verunsichern, habe ich das Gefühl. Hütchen. Das finde ich immer scheiße, wenn du hier. Okay, der backt durch irgendwelche Dinger dadurch. Wenn du hier dem Vieh entgegenspringst oder läufst oder was auch ich, was auch immer, kann es dich ja angreifen. So wie jetzt hier zum Beispiel. Ha? Da wollt's gerade wieder. Da wollt's gerade wieder. Ich hab's genau gesehen. Aber wir haben gleich die Flagge erreicht. Wir sind überraschenderweise richtig gelaufen. That's all of them. I'm sensing a pattern with these items, but we'll let Cora explain. Let's return to the center of the meadow. Hoffen wir's mal. Oi, oi, oi. Na gut, das sind jetzt die Geister. So, wir müssten auf jeden Fall vielleicht nochmal Fidget beim nächsten Mal. Hier war ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Fidget aufwerten, denn je mehr Schaden sie macht, desto schneller fallen die dieser Geister und umso weniger Mobs gibt's für uns. Abwärts. Bin fort mit euch. So. So, hoho. Ist die Frage, ob ich nicht einfach weiterlaufen könnte? Bin mir gerade nicht sicher. Warte mal, hier fort ist doch theoretisch schon. Hä? Wo kommt denn der Schlüssel auf einmal her? Ja, gut, das hat man ja von. Auch das einfach mal. Was aufgetaucht ist, was theoretisch. Ah ja. Gar nicht da war. So. Kiste. Ich habe echt ganz gerade vergessen, dass hier so ein Ding war, ne? Und wieder ein Kettchen. Gibt ordentlich Verteidigung hinzu, aber die Angriffskraft nimmt ein bisschen ab. Da müsste man, glaube ich, im nächsten etwas Angriff skillen. Anstatt Fidget. Natürlich. Warte gleich mal ein Geist auf uns. So. Ah, so, wo war der gute Speicherpunkt? Der war hier. So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal hier Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächstes Mal zu Dust Analysen her wieder. Bis dann, haut da rein. Ciao.